Einen schönen guten Morgen. Haben Sie heute schon was für Ihre Gesundheit getan? Machen Sie Joggen oder haben Sie ein gesundes Müsli mit Obst gegessen? Laut Umfragen steht die Gesundheit für die Deutschen an erster Stelle. Für 80% ist es das wichtigste Ziel im Leben, gesund zu bleiben. Einerseits heißt es Hauptsache gesund. Andererseits bedeutet das aber auch, dass man alles tut, um nicht krank zu werden. In beiden Fällen ist das Internet ein wichtiger Ratgeber. Was ist aber, wenn die Angst vor der Krankheit sogar krank macht? Tja, das Leben läuft eben nicht nach den Gesetzen der Ökonomie. Immer auf Hochtouren leben und arbeiten und wenn was kaputt ist, reparieren und dann ist alles wieder beim Alten. Das funktioniert bei der Gesundheit nicht immer. Wir haben vorhin von Herrn Lütz eine Definition für Gesundheit gehört. Gesund ist, wer mit seinen Krankheiten einigermaßen gut leben kann. Und sowas geht. Tja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, bleiben Sie gesund, leben Sie gut mit allem, was dazugehört. Nächste Woche geht es bei uns um das Handwerk, um den Wert von der Geschicklichkeit seiner Hände leben zu können. Hier geht es jetzt weiter mit dem katholischen Gottesdienst aus Pfullingen am Fuße der Schwäbischen Alb. Tschüss, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.